Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein, ja, etwas spontanes Video. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich in letzter Zeit immer häufiger gefragt werde, was ich sehr, sehr positiv finde an dieser Stelle, was für Blutwerte bestimmt werden sollen. Von Leuten, die vielleicht planen, das erste Mal Steroide zu nehmen und auch von Leuten, die schon vielleicht mitten in ihrer Kur oder in ihrer 10. Kur sind und einfach mal wissen wollen, welche Gesundheitsmarker für sie persönlich wichtig sind. Ich habe mir gedacht, an dieser Stelle gebe ich euch einfach mal alle Werte, die ich meine Athleten testen lasse. In der Regel, das ist natürlich ein bisschen situationsbedingt und was ihr testen lassen solltet, bevor ihr anfangt, Steroide zu nehmen. So. Da fangen wir auch mal ganz vorne an. Ihr habt euch dazu entschlossen, vielleicht Steroide zu nehmen oder spielt mit dem Gedanken. Und da solltet ihr auf jeden Fall erstmal checken, ob ihr gesund seid. Ja? Heißt, neben den Blutwerten, die ich euch gleich nenne, solltet ihr auf jeden Fall einmal ein EKG machen. Schauen, ob mit eurem Herzen alles in Ordnung ist. Vielleicht sogar mal einen Herz-Ultraschall machen, das ist nicht verkehrt. Ihr solltet auf jeden Fall euren Blutdruck checken. Das ist wirklich enormst wichtig, dass ihr da nicht veranlagt seid. Und ja, zu den Blutwerten kommen wir jetzt. So. Und zwar, ich habe eine ganze Liste an Blutwerten. Zuerst solltet ihr einmal euren aktuellen Hormonstatus bestimmen lassen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Steroide zu konsumieren. Aus einem ganz simplen Grund, damit ihr wisst, wenn ihr wieder absetzt, ob ihr auch tatsächlich auf eurem alten Stand wieder seid. Ja, heißt, es sind ein paar verschiedene Hormone, die ihr testen solltet. Das eine ist Testosteron gesamt. Ganz wichtig, auf dem Blutbild wird unterschieden zwischen freiem Testosteron und Gesamttestosteron. Für uns ist erstmal entscheidend, wie hoch ist eigentlich eure Gesamttestosteronproduktion. Dann solltet ihr einmal euren Östrogenwert bestimmen lassen, Estradiol, E2 im Blutbild. Da könnt ihr schon mal so leichte Rückschlüsse ziehen, was für ein Typ ihr seid, wie doll ihr aromatisiert, also wie doll ihr Testosteron in Östrogen umwandelt. Und dementsprechend habt ihr auch schon mal eine leichte Ahnung, ob ihr vielleicht in Zukunft, wenn ihr Steroide konsumiert, einen Aromatasehemmer braucht, ob ihr dafür sehr anfällig seid oder nicht. Zwei Hormone, die im Endeffekt eure HPTA-Achse bilden, das ist LH und FSH. Das eine ist quasi das Hormon, was für eure Testosteronproduktion zuständig ist und das andere ist das Hormon, was für eure Spermienreifung zuständig ist. Ihr braucht beides für ja, eine funktionierende Spermienproduktion. Also beides extrem wichtig, LH und FSH, das solltet ihr checken lassen. Also nochmal zusammengefasst, Testosteron gesamt, Estradiol, LH, FSH, damit seid ihr schon relativ gut aufgestellt. Man könnte jetzt noch überlegen, ob man freies Testosteron noch mitbestimmt und SHBG. SHBG ist das sexualhormonbindende Globulin. Das ist im Endeffekt ein Protein, an das eure Sexualhormone, Östrogen und Testosteron gebunden sind. Je höher SHBG ist, umso niedriger ist euer freier Testosteronspiegel, bla 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 bla. Ich merke schon, das wird sonst tricky, ist nicht so relevant für euch, aber wenn es euch interessiert, lasst es einmal noch mitbestimmen. Eventuell auch noch einmal Prolaktin mitbestimmen und dann seid ihr da, was die Hormone angeht, schon mal ganz gut aufgestellt. Jetzt kommen wir zu den Gesundheitsmarkern. Das gilt jetzt nicht nur für die Leute, die anfangen wollen, Steroide zu konsumieren, sondern das gilt auch grundsätzlich für alle. Das sollte immer grundsätzlich in Range sein. Viele von euch haben sich irgendwo vielleicht schon mal mit Cholesterin befasst. Wir haben HDL-Cholesterin, das gute Cholesterin, und LDL-Cholesterin. Gut, sage ich in Anführungszeichen, so stimmt das natürlich nicht, aber so ist das, was man im Kopf hat. Und ihr habt eure Triglyceride, ja, also die Fettsäuren, die im Blut rumschwimmen. Und die drei Marker solltet ihr auf jeden Fall bestimmen. Wichtig ist nachher das Verhältnis von HDL zu LDL-Cholesterin und wie hoch eure Triglyceride sind. Ja. Da sollte auf jeden Fall immer zu jedem Zeitpunkt alles da sein, wo es soll. Wenn ihr jetzt enhanced seid, relativ viel DHT-Derivate drin habt, dann wird es unvermeidbar sein, dass euer HDL-Cholesterin ein bisschen in den Keller geht. Schaut, dass ihr trotzdem eure Triglyceride in Range lasst und das LDL im Verhältnis zu HDL immer passt. Da gibt es so einen Quotienten, der wird einfach mit ausgerechnet. Heißt, wenn eure HDL-Werte ein bisschen zu niedrig sind, ist das nicht toll, aber schaut auf jeden Fall, dass dann euer LDL und eure Triglyceride nicht in die Höhe steigen. Da kann man mit sehr guten Sachen wie zum Beispiel Zitrusbergamot gegenarbeiten, Berberin hilft auch und grundsätzlich natürlich ein gesunder Lebensstil und ja, nicht so fett sein auch. Okay, so viel zum Cholesterinprofil, das zusammen mit dem Blutdruck und vielleicht einem Herz-Ultraschall und EKG deckt eigentlich alles ab, was ihr über eure Herzgesundheit wissen müsst. Zweiter Wert, der enorm wichtig ist, oder euer zweites Organ, das ist die Niere.
Wenn es um die Nierenwerte geht, dann bestimmen Ärzte in der Regel Kreatinin, also quasi das Abbauprodukt von Kreatin. Da kann man quasi, ja, je nachdem wie viel Kreatinin ihr im Blut habt, das muss über die Niere ausgeschieden werden und dann kann man über, ja, da kann man quasi daraus herleiten, wie gut eure Niere funktioniert. Das Problem bei der Geschichte ist, wenn ihr mehr Muskulatur als der Durchschnitt habt, und davon gehe ich mal aus, werden eure Kreatininwerte, weil ihr mehr Skelettmuskulatur habt, schon ein bisschen höher sein. Heißt, da kann es passieren, dass ihr leicht aus der Range rausrutscht. Das ist noch überhaupt kein Grund zur Panik. Und euer Arzt wird wahrscheinlich GFR mitbestimmen. Das ist die irgendwie Filtrationsrate eurer Niere. Wie heißt das? Wir blenden das hier ein. GFR. So. Nicht wundern, GFR wird in der Regel einfach nur mittels einer Formel berechnet. Heißt, Kreatinin wird mit irgendeinem Wert genommen. Heißt, wenn euer Kreatininwert leicht aus der Range ist, wird auch euer GFR nicht da sein, wo es hingehört. Da erstmal keine Panik kriegen. Aus dem Grund, da kommen wir jetzt zu, lasst ihr auf jeden Fall Cystatin C bestimmen. Das ist ein Nierenwert, der nicht durch eure Gesamtmuskulatur beeinflusst wird, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall lasse ich das immer so machen und habe da immer gute Ergebnisse mit gehabt. Das ist auf jeden Fall ein Nierenwert, der nicht beeinflusst wird. Da kommen wir gleich bei den Leberwerten nochmal zu. Ähnliche Geschichte, Cystatin C. Blenden wir hier einmal ein, auf jeden Fall mitbestimmen, um zu schauen, ob eure Niere gut ist. Ja, Niere ist sehr, sehr viel abhängig von eurem Blutdruck. Das ist auf Dauer ein Nierenkiller und natürlich eine erhöhte Eiweißzufuhr, wenn die Niere schon geschädigt ist, ist natürlich auch nicht zuträglich. So, zweite Sache, die die Nierenwerte ziemlich böse beeinflussen kann, ist euer Blutzucker. Da würde ich euch empfehlen, sowieso in regelmäßigen Abständen mal euren nüchternen Blutzucker morgens zu messen. So ein Blutzuckermessgerät, das bekommt ihr einfach in der Apotheke für ein paar Euro, das ist nicht teuer. Und oder bestellt es online mit ein paar Teststreifen, ab und an mal einen Blutzucker checken morgens. Der sollte bei gesunden Menschen und gerade bei Sportlern, sollte der irgendwo in so einer Range, sagen wir mal, zwischen 65 und 80 sein. Bei Werten unter 100 müsst ihr euch keine Sorgen machen, ne? Auch wenn es ein bisschen erhöht ist. Das ist noch nicht relevant, dass ihr krank seid. Optimal wäre es, wenn euer Wert einfach ein bisschen niedriger ist, dann ist eure Insulinsensitivität in der Regel höher. Ihr könnt Kohlenhydrate besser verwerten und so weiter, aber das führt jetzt auch wieder zu weit. Lasst auf jeden Fall einmal HbA1c mitbestimmen, das ist euer Langzeitblutzucker. Und dann wisst ihr Bescheid, wie eure Blutzuckerwerte so über die letzten Wochen im Durchschnitt ausgesehen haben und könnt daher mal einen Haken setzen. Das ist vor allen Dingen für die Leute sehr interessant, die später mit Wachstumshormonen und Insulin rumhantieren oder auch einfach Bodybuilder, die sehr, sehr schwer sind und mit 1000 Gramm Kohlenhydraten am Tag hantieren. Auch die sollten auf jeden Fall ihren Blutzucker, Langzeitblutzucker und Nüchternwerte im Blick behalten. So, eben schon kurz angesprochen, die Leberwerte. Da gibt es in der Regel drei Leberwerte, die bestimmt werden. Das eine ist GOT, GPT und Gamma-GT. Wenn ich mich nicht irre, dann sind GOT, GPT vor allen Dingen Enzyme, die in der Leber vorkommen. Und jetzt haben wir hier schon ein Problem. Das ist auch eine Frage, die ich jeden Tag bekomme. Die Leute schicken mir ihr Blutbild, kriegen Panik. GOT, GPT sind leicht erhöht. Liegt wieder daran, dass es Enzyme sind, die leider nicht nur ausschließlich in der Leber vorkommen, sondern unter anderen Umständen, oder unter anderem auch in der Skelettmuskulatur. Heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Tag vorher ein schweres Beintraining hattet, ist es relativ normal, dass GOT und GPT im Blutbild erhöht sind. Da müsst ihr auch noch keine Panik kriegen. Das ist natürlich immer abhängig von der Höhe. Es sind schon Werte, wenn die auf einmal Richtung 300 gehen, dann solltet ihr euch mal Sorgen machen, wenn der Referenzbereich bei euch im Labor bis 50, 60 geht und die sind vielleicht bei 65, 70, müsst ihr noch keine Panik haben. Ganz wichtig, Gamma-GT, das ist der dritte Leberwert, der ist komplett leberspezifisch und gibt euch insofern einen unverfälschten Einblick, wie es um eure Leber bestellt ist. Ja. Generell, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es euer Leber oder euer Niere gut geht, könnt ihr auch Nieren- oder Leber-Ultraschall machen. Aber das sind erstmal so die Sachen, die würde ich im Auge behalten. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann würde ich anfangen nachzuforschen. So, Entzündungswerte hätte ich vielleicht im Zusammenhang mit dem Cholesterin und den Triglycerin sagen können. CRP sind quasi eure allgemeinen Entzündungswerte. Die sollten immer in Range sein. Wenn es erhöht ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Das kann verschiedenste Ursachen haben. Im Zusammenhang mit Cholesterin ist es entscheidend, wenn eure Entzündungswerte zu hoch sind, dann könnt ihr euch so vorstellen, dass auch eure Arterien und eure Blutgefäße von innen Schaden nehmen und in diesen kleinen Mikroverletzungen kann sich dann quasi Plaque absetzen und das wiederum kann später, wenn sich das löst, so ein Propfen dann
ja, zu Komplikationen führen, die ihr auf jeden Fall nicht haben wollt. Also versucht auf jeden Fall eure Entzündungswerte in Range zu halten. So, ganz kleiner Check, das hättet ihr vielleicht auch noch am Anfang machen können, aber ansonsten auch sehr interessant. TSH, einfach nur als Diagnostik, um zu sehen, ob es eurer Schilddrüse gut geht. Wenn TSH in Range ist, würde ich mir erstmal keinen Kopf machen. Wenn TSH aus der Range ist, dann sollte euer Arzt das sowieso von alleine machen. Aber für die Leute, die ihre Werte nur im Labor bestimmen, ist es sehr interessant. Dann solltet ihr einmal FT3 und FT4 mitbestimmen, quasi eure Schilddrüsenhormone, euer inaktives T4 und auch euer aktives T4. Und dann kann man dem Ganzen ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen, beziehungsweise ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Aber sollte da irgendwas nicht stimmen und ihr nicht gerade zum Beispiel euer T3 abgesetzt haben und Co., auf jeden Fall mal zum Arzt und das Ganze checken lassen. So, eine ganz, ganz wichtige Sache, die sowieso bei den meisten Blutbildern grundsätzlich mit dabei ist, ist ein kleines Blutbild. Das ist im Endeffekt eure Blutzusammensetzung, Leukozyten, Erythrozyten, Hämatokrit, Hämoglobin und so weiter. Also quasi die Verteilung in eurem Blut. Ganz wichtiger Wert für euch ist Hämatokrit und eure roten Blutkörperchen. Die solltet ihr auf jeden Fall im Blick behalten. Gerade wenn ihr schon enhanced seid, ist das ein Wert, der sehr, sehr schnell mal steigen kann, und erhöhter Hämatokrit führt im Umkehrschluss wieder schnell Hämatokrit. Ihr könnt euch vorstellen, euer Blut wird dicker, wenn der erhöht ist, und euer Sauerstoffgehalt im Blut steigt in der Regel, wenn die roten Blutkörperchen steigen. Das gibt natürlich auf der einen Seite dicke Adern, auf der anderen Seite führt das schnell zu Bluthochdruck. Bluthochdruck, ja, Killer fürs Herz, Killer für die Nieren. Müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Sollte euer Hämatokrit wirklich viel zu hoch sein, dann könnt ihr Blutspenden gehen bzw. einen Aderlass machen. Das auch am besten direkt beim Arzt. Wenn ihr zum Blutspenden geht, werden die euch erstmal doof angucken. Damit habt ihr das Problem kurzfristig gelöst. Ihr müsst natürlich aber immer noch die Ursache beheben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, die Frage kommt einfach jeden Tag. Deswegen sage ich das. Das ist das Problem, wenn man Videos so Freestyle macht. Aber ich glaube tatsächlich, das waren die wichtigsten Werte, die ihr im Auge behalten solltet. Herz, Leber, Nierenwerte, kleines Blutbild, Entzündungswerte, Langzeitblutzucker. Yes, das war's eigentlich. Damit seid ihr relativ gut aufgestellt, habt die Werte immer im Blick. Es gibt keinen Grund, dass euer Blutbild dort weit aus der Range ist. Völlig egal, welchen Stack ihr habt. Und ja, ich hoffe, das Video konnte euch ein kleines bisschen helfen und ihr habt einfach mal einen Überblick. Ganz wichtig, ihr könnt bei jedem Arzt könnt ihr ein Blutbild machen. Wenn euch euer Arzt was anderes erzählt, dann besteht einfach drauf. Ein Arzt ist in erster Linie auch ein Dienstleister. Der müsst ihr nicht rumdiskutieren. Wenn ihr möchtet, die und die Werte, das ist für den nur ein Haken, den er auf den Zettel setzt. Der Arzt schickt das Blut sowieso ins Labor ein. Alternativ könnt ihr auch bei euch mal in der Stadt schauen, ob es ein Labor gibt, da wo der Arzt auch sein Blut hinschickt. Und oftmals bieten die das auch an, dass die vor Ort Blut abnehmen und ja, ganz unkompliziert dann einfach die Werte mitbestimmen lassen. Für die Leute unter euch, die es interessiert, wie sie ihren Somatropin-Wert bestimmen können im Blut und so weiter, habe ich ein anderes Video. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und lasst mir ruhig mal ein Abo da, liked, kommentiert. Tschüss, bis zum nächsten Mal und sorry Timo, dass ich mit der Frontkamera gefilmt habe. Ich weiß, die Qualität ist nicht so gut.